Tränen freundlich. Lieb ich russische Eier, Sowjethuden. Lieb ich russische Tee, russischer Kaviar, bring ihm in die Hände. Brauchst nicht, ob ich eine Deckung nehmen soll. Doch ich bin Kalinka, Kalinka. Kalinka bin ich noch. Er ist ein Trinker, der was am Wodka steht. Ich bin Kalinka, 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 Tokosa. Er ist ein Trinker, der was am Wodka steht. Dankeschön. Wieder zurück in den Westen. Was sagen Sie zum Beispiel zu Spanien? No. Ein feuriges Land. Ah, die spanische Fliege. Genau. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Y tengo miedo perderte, perderte otra vez. Amor, amor, amor. Te frío, te muero si crees, ferinare. Amor, amor, amor. Sam's mit die frío für ja. Macht nix. Wir wären frisch fremd. Wenn Sie vielleicht einmal nach Holland reisen, möchte ich Ihnen empfehlen, fahren Sie im Frühling, wann die Tulpen blühen. Da ist, glaube ich, Holland am schönsten. Ach, stimme. Wenn es Frühling wird, dann bring ich dir Stulpen aus Angst. Wenn ich wiederkomm, dann bring ich dir Stulpen aus Angst. Herr Gladbach sagt, dass ein Stulpen singen, krieg er sein. Wenn ich wiederkomm, dann schenk ich dir besser ein Stulpen gar nicht mehr modern. Stimmt's, Peter? Rockst du an eine an, sagst du an? Blut, gell? Hast du so weh, genau in die Stulpen. Das ist scheiße. Ich red mit dem Herrn. Was dein Mund nicht sagen kann, sagen Tulpen aus Amsterdam, dann, dann. Sagen Tulpen aus Amsterdam. Sind Holländer da? Holländer, die schmalen wie der Karel, ne? Aber liebe Doffe, Junge, seh, da will du leben. Darum kommen wir, darum kommen wir. Ja, auf die verstehen sie nicht. 2 Wochen war ich mit einer Holländerin in einem Motel. Warum hast du aufgehört? Ich glaub, die redet mit mir, da wird's geschnarcht. Na, na. Ja, schauen Sie, ganz egal, wo wir Österreicher Urlaub machen oder wo wir in der Welt sind, wir freuen uns immer wieder aufs Nachhauskommen. Im Speziellen der Wiener. Und warum? Weil ich bin heute der Wiener. Ich kann nichts da.
Scherden auch mitpuschen. Zwar viel und ein Kopf und ein Mahler Klavier, ein Glas für heiligen Wein. Und wir reden war ich ganz urlaut und narrisch, wie sowas da drin ihr grillt. Sind schön für die Schramme und Buren fressen wir Grammen, das kann nur Herr Werner verstehen. Jawohl! Da fahren zwei alte Damen von Zentralfriedhof mit der Straßenbahn haben. Auf einmal greift die eine ins Taschel. So die zweite, was machen Sie da? Sagen, schminken tue ich mich. Dazu jetzt handeln Sie. 76. Und da schminken Sie ihn noch. So wie alt handeln Sie? Sagt, 86. Da fahren Sie noch heim. Am Noschmarkt kommt eine feine Dame zu einer Standlerin und sagt, entschuldigen Sie, was bedeuten das? Gurken importiert? Sagt, sie werden eingeführt. Sagt, boom, jetzt gefressen. Sie wissen doch, unser Bundesheer braucht Soldaten. Die ziehen schon alle aus Eis, sogar im Bau. Da haben sie eine Heizung mit 1,32 Meter. Schleppen wir auf die Bekleidungskammer, suchen verzweifelt dort. Uniform, Stahlhelm, der kleinste Stahlhelm geht ein bisschen über die Nasen, der Waffenrock bis zu den Ferschen, der schleppt das Gewehr auf Flak am Böllplatz, steht der Spieß und sagt, na, wie schaut der Zeh aus? Da was ist, wenn es ein Dressmann und ein Killer? Ein Mann, 97 Jahre, liegt am Sterbebett, aufgebaut, die Kerzen brennen, seine Frau sitzt beim Bett, hält ihm die Hand. Folgender Diskurs. Anche, kannst du dich noch erinnern, ersten Weltkrieg, gell? Bin heimgekommen von der Front und in Wien hast du mir einen schönen Fuß angenommen, gell? Und meine Mutter war von der Bewusstlosigkeit. Bist du mein Bett gesessen, tut mir die Hand gehalten, gell? Und da haben wir sich eine Firma aufgemacht, erst geht gar keine kleine. Und wie ich gehört hab, mir sind in Konkurs, hat's mich umgehauen, gell? Mit einem Herzinfarkt, jetzt bin ich gleich in der Schiffstation, gell? Bin munter geworden von der Bewusstlosigkeit. Wer ist denn bei meinem Bett gesessen? Du, Anschi, hast mir die Hand gehalten, gell? Und vor 20 Jahren, wie es mir überfallen haben, so ein Dieb gehabt haben, ein Blutzer, gell? Wer hat mich gefunden am Pflaster? Du warst das Einzige, hat mich heimgezahlt, gell, niedergelegt. Ich bin munter geworden von der Bewusstlosigkeit. Wer ist bei meinem Bett gesessen? Du warst das, gell, und hast mir die Hand gehalten. Und heute sitzt wieder da und hältst mir die Hand, gell? Weißt du was, gescheißen, ich glaub, du bringst mir keinen Krieg. Da kommt ein Mann in eine Ordination, sagt die Ordinationsschwester zu ihm, Sie müssen sich noch ein bisschen gedulden, der Herr Doktor hat noch 3 Fälle drin. So, dann mach nicht so, lese ein bisschen Zeitung, ne? Von mit dir nimmt die Zeitung, kommt einer raus. Also. Haben Sie Gicht ersten Grades. 10 Minuten drauf kommt dann die Schule. Das soll Ihnen Mantel einer, bitte. Was haben Sie? Sagt er, Gicht zweiten Grades. Dauert nicht lang, kommt dann raus, der hat schon den Kopf zwischen den Füßen. Sagt er, Sie haben die Gicht dritten Grades. Sagt, nein, ich habe Hämorrhoiden, da hat er gesagt, ich soll sie in Auge behalten. In den 60er Jahren haben die Spitzbänder ein Lied geschrieben. Das waren die Rummerl-Tanz. Das war, also die Alten werden es vielleicht schon wieder vergessen haben, die Jungen kennen es gar nicht. Und zur Erinnerung, wir haben ja einen Original-Interpreten da von damals. Der ist ja vier gekommen, soll ich das nochmal singen? Das war damals ganz krass. Und zwar, da tut's mir reißen,
Um 4 gehe ich weg. Den Dodo, der gerade aufspielt, der Brandweiner weg. Dort habe ich meinen Stammtisch. Das ist ein Wahnsinn, gell? Bin ich unter Bier. Da zusel ich zum Frühstück. 4 Kerteln und ein Bier. Und zwar, da schreie ich zahlen, bleib schuldig und reise an. Daneben, da spielt der Wirt auf. Wo geht der da? Da trief ich meine Spätzeln. Wir sind eine Weltpartie. Das ist der feuchte Kustler, der Schlürfhansel und ich. Es gibt kein Besser in ganz Wien, wo man uns Träne kennt, wo wir Lichter gesoffen haben und sollten nur was bringen. Wir saufen aus der Busse los und spritzen bis zum Rum. Wir jedes Schloder gewinnt, es haut uns Tränen um. Wir sind jedes Schloder gewinnt, es haut uns Tränen um. Es gibt Erfolg in ganz Wien. Wo sind deine Hände? Trinken Sie ein Brand. Wo wir Lichter gesoffen haben und sollten nur was bringen. Und sehen wir einmal weiße Mess, da machen wir uns nichts draus. Ja, da vorne holt noch Wurstbrotmaus. In einem Monat sind wir wieder zass. Und die Krankenkasse zahlt dem Psychiater, Adiater, jetzt hat mein Vater. Und die Krankenkasse zahlt dem Psychiater, aber sonst sind wir gesund, jawohl. Was ist? Ja, das Einzige, was ich in meinem Leben nie geschrieben habe, ist der Abgang. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank. Ihr wart ein Riesenpublikum. Ich freue mich, dass wir ein Video gestalten können, was mit seiner Mitarbeit von euch gelungen wird. Vielleicht ist es in euch. Ich verabschiede mich von Ihnen, von meinen zwei Freunden auch. Bibi Christmann, Berti Endler und Toni Strobel. Danke. Schauen Sie, der sittliche und der moralische Verfall geht schon bis in die kleinsten Gemeinden unserer Alpenrepublik. Ja, bis nach Osterneiburg. Ja. Wie dieses Beispiel nicht? Ja. Zum Beispiel nicht. Zeigt. Nicht? Ja. Ein Mann im Lodengewand kommt in Stadt, Drost von Land, fragt ein Dachsler bei sein Stand. Ich suche Weib, so benannt. Und er mahnt, Diddle-dum, Diddle-deck, Scher, der steckt doch hinten ein. Der Dachsler sagt nach einer Weile, messen ihre Augen, Kerl. Dirilla, Dirilli, irgendwie werden wir finden, was wir sind. Wir sind da, das war schnell, sind sie dort, das Hotel zum kleinen Löchlein, bitte vorsichtig. 60 Schilling für die Tour und da steht auch schon die Frau. Der gescherte Asse bei der Tür geht an, schriert auf ihr zu und sagt zu ihr. Schöne Frau, sag's was nimmst von der Mann? Einen Blauen in der Stund, das tät ich bitten. Ja, sind Sie deppert, blade Frau, einen Tausender genau, für die gestohlen und die anzarten Titten. Und die Dame gar nicht fein,
hat ihm Staschel übers Meer. Und sehr schnell auf 1, 2, 3 eilt der Treiber schon herbei. Der Bauer dreht sich um und flucht, und der Tant das Weite sucht. Aus dem Haus ertönt ein Ruf, ob die Ecke ist ein Puff. Ein Laufi, Laufi, Schwitze, Schwitze, Schnaffe, Schnaffe. Schmusipu, Schmusipu, und er glaubt, er ist schon da. Denn auf dem Hause für die Herren hängt der rote Laterne. Er tritt ein, setzt sich auf ein Sessel, in der Hand sein Bresel. Küss die Hand, grüner Mann, jetzt krieg ich endlich da eine Frau zum Dirili, Dirila und Dirile. Du bist eine Frau, blöde Sau, schau dich um ganz genau. Wir sind kein Puff, sondern bei der Polizei. Da kommt eine Frau zum Doktor und sagt, Doktor, ich weiß, ich kann mir nicht mehr helfen. Sag, ziehen Sie sich aus. Sagt, nein, es handelt sich nicht um mich, um meinen Gatten. Ja, den kenne ich, netter Bursch. Sagt sie, ja, aber furchtbar. Er ist jeden Tag heimgekommen vom Büro, pünktlich. Seit 4 Monaten kommt der nie heim. Geht mit den Freien fort, jetzt Beisel, Heirigen, schafft sie an, wieder Kur, das ist ein Wahnsinn. Sagt die Frau, vielleicht dann sie ihn sexuell vernachlässigen. Sagt sie, ja, was kann ich denn da machen? Reizen. Hier zum Palmers kaufen sie eine schwarze Weste. Ja, die kauft ein, steht um 2 in der Tür. So. Der Alte kommt eine total angesucht und sagt, um Gottes Willen, Puppi, ist was mit der Mama? Ja. Da war dann der von Heringen heim mit seinem Wagen, seinen Slalom, holt ihm ein Wagen auf und sagt, kurz mit! Ich sag, ja, aber trinken du nichts mehr. In einem kleinen Ort in der Steiermark, in der Schule, 3. Klasse, Burma, sagt der Lehrer Kinder, am Dienstag kommt der Stadtschulrat. Seid so lieb, sagt sie den Eltern, sie sind euch schön anziehen. Womöglich ist Sonntagsgewandel wegen der Subvention. Ja, Dienstag ist, der kommt rein. Herr Lehrer, sind Sie zufrieden mit der Klasse? Ja, sagt der aufgeweckte Jahrgang. Bin sehr zufrieden. Sagt er, die sind aber liebe Kinder, und alle so schön anziehen. Unwahrscheinlich. Von mir schaut er in die ersten drei, ganz gleiche 3 Buben sitzen da. Sagt er, Herr Lehrer, sind das Drillinge? Sagt er, ja, das sind die Müllechner Drillinge. Die nicken alle. Sagt er, wie halten Sie sich auseinander? Sagt er, das geht mit der Zeit. Den lasst es aber keine Ruhe, der geht runter. Sagt zum Ersten, wie heißt denn du? Ich bin